Die Hochzeitsgesellschaft saß an einem Tisch im Speisesaal des Hotels zum Hirschen in Schwarzenstein. Albert Gul, ein kräftiger, breitschulteriger Bursche, 27-jährig, Korporal bei der Thurgauer Kantonspolizei und in Harbon stationiert, hatte Studers Tochter geheiratet. Die Uhr im Speisesaal zeigte 8:45. Da betrat die Wirtin den Saal. Sie ging auf den Tisch der Hochzeitsgesellschaft zu, erkundigte sich, ob alles gut gewesen sei. Alles in Ordnung, ja? Version! Ich habe den Befehl gegeben, die Pferde noch zu füttern. Wenn es den Gästen recht ist, wird 10:30 angespannt. Das gibt dann eine schöne Nachtfahrt. Aber den Neuvermählten muss man eine eigene Kutsche geben. Es lachten die Tanten und die Onkel lachten auch. Alte Liebe rostet nicht, sagt man. Wachtmeister Studer von der Berner Fahndungspolizei war vor vielen Jahren mit der Wirtin Anna Rechsteiner zur Schule gegangen. Sie war sein ehemaliger Schulschatz gewesen. Unter der Tür erschien ein kleines Männchen mit roter Knollennase, deren Gewicht den Kopf des Mannes nach vorne zog. Er sagte ein paar Worte zu der Wirtin. Diese wandte sich an Studer und der Wachtmeister folgte der Wirtin hinaus. Der Tote lag auf dem weiß gescheuerten Tisch im Vorkeller des Hotels und über das helle Holz schlängelte sich ein schmaler Streifen Blut. Warum zum Teufel, Bertum, haben wir auf das Weibervolk gehört? Warum ist man nachgiebig gewesen? Jetzt steht man da und soll womöglich die Verantwortung auf sich nehmen, weil man eigenmächtig gehandelt hat und die Leiche nicht im Gärtlein geblieben ist. Hinterm Haus, dort, wo sie aufgefunden worden ist. Der Tote, ein junger Mann, sehr groß, sehr schlank, bekleidet mit einem dunkelblauen Polohemd. Neben seinem Kopf lag das Mordinstrument. Kein Messer, kein Revolver. Die Speiche eines Velorades, an einem Ende spitz zugefeilt. Sie war nicht leicht zu entdecken gewesen. Sie hatte kaum aus dem Körper des Toten herausgeragt. Erst als Studer mit der flachen Hand über den Rücken der Leiche gefahren war, hatte er sie fühlen können. So wenig ragte das stumpfe Ende aus dem Rücken heraus, dass es eine Zange gebraucht hatte, um die Mordwaffe aus der Wunde zu ziehen. Es muss doch ein Griff vorhanden gewesen sein. Ein Griff? Scheinbar. Aber man hat ihn abgeschraubt, da? Die spiralig verlaufende Linie. Mechanikerarbeit ohne Zweifel. Wachtmeister Studer hätte ums Leben gerne eine Brisago angezündet. Aber das ging nicht an, hier, gerade neben dem Toten. So blieb nichts anderes übrig, als hin und her zu laufen im schmalen Raum, den eine Birne baumelnd an einem staubigen Draht mit einem grausam hellen Licht überschüttete. Warum zum Teufel haben wir auf das Weibervolk gehört? Hätte man die Hochzeit nicht gerade so gut in Bern feiern können? Und jetzt? Wir hätten ihn liegen lassen sollen, Vater. Liegen lassen? Damit die Bauern den Boden vertrampeln, damit man keine Spuren mehr findet. Ich glaube, dass man auf dem Boden da nicht viele Spuren entdecken kann. Weil er trocken ist wie ein Käferarsch. Aber warum mussten wir den Ausflug ausgerechnet nach diesem schwarzen Stein machen? Aber Vater, du hast doch selber den Hirschen vorgeschlagen. So, habe ich. Ja, an der Mittagstafel hat es geheißen, es sei ein alter Brauch am Hochzeitstag mit Kutschen ein Dörflein im Appenzellerland aufzusuchen. Und da, das Anni, die Wirtin, Frau Rechsteiner. Ja, wir sind zusammen in einem Dorf im Emmental zur Schule gegangen. Das arme Anni. Vor 10 Jahren hat es den Karl Rechsteiner geheiratet. Sie haben dann das Hotel hier gekauft. Zuerst ist alles gut gegangen. Aber dann ist der Mann krank geworden vor 3 Jahren. Auszehrung, sagt der Doktor. Tja, das Anni hat es nicht leicht. Nun, dieser Mord. Es wird noch zu reden geben, dass ich, ein Berner Fahnder, mich in einem fremden Kanton bei einem Mordfall einmische. Mira, hätte ich etwa Annis Bitte um Beistand abschlagen sollen? Bertu, schau mal. Was ist das für ein Haar an der Velospeiche? Kein Menschenhaar. Ziege? Lamm? Pferd? Kuh?
Es sieht aus wie ein Hundehaar. Ein Polizist hat nicht zu raten. Er muss seine Behauptung beweisen können. Bei unserer Ankunft ist ein langhaariger Hund um die Beine der Pferde gesprungen, dessen Fell exakt diese Farbe hat. Vielleicht wird doch noch etwas Rechtes aus dir. Nicht durch, du Idiot! Ich muss zu ihm. Schau, oh mein Gott, ist er tot? Oh, mein Geliebter. Schafft mir dieses Frauenzimmer hinaus. Lass mich bei ihm. Kommen Sie schon, Fräulein. Schau, mein Schau. Excuse, Wachtmeister. Ich wollte Sie nicht durchlassen, aber Sie schon gut. Wer hat euch überhaupt gebeten, vor der Kellertüre Posten zu beziehen? Excuse, Wachtmeister. Hier geblieben. Und Wachtmeister Studer begann wieder einmal jenes Spiel, von dem er in schwachen Stunden behauptete, es verderbe den Charakter. Doch war es ihm dermaßen in Fleisch und Blut übergegangen, dass er es nicht missen konnte. Name? Kim Johannes. Alter? 59. Beruf? Stahlknecht. Also ihr habt die Leiche gefunden? Ja. Wo? Im Garten, hinterm Haus. Um welche Zeit? 9:45. Und warum hat es dann bis 9:45 gedauert, bis die Wirtin benachrichtigt worden ist? Ich habe zuerst den Pferden noch Hafer geben müssen. Die Gäste haben doch um 10:30 abfahren wollen. Und da ist der Tote einfach im Garten liegen geblieben? Ja. Na ja. Habt ihr den Toten erkannt? Stieger hat er geheißen. Er ist jemanden besuchen kommen über den Sonntag. Der Stieger hat in St. Gallen gearbeitet. Und die andere auch. Ich glaube, sie arbeiten beide auf dem gleichen Büro. Die andere? Loppacher. Magda Loppacher. Sie hat Ferien. Erholungsferien. Als sie krank war. Ist das jenes Frauenzimmer, das wir eben gesehen haben? 4 Wochen ist sie schon hier. Was hat sie in der Zeit getrieben? Auf der Wiese geschlafen. Und einen Narren gemacht mit den Mannsbildern. Mit wem? Mit allen? Besonders mit dem Graf Ernst. Wie heißt der Mann? Ernst Graf? Ein Velohändler. Was ist der? Velohändler? Ja. Und hat der Ernst Graf etwa einen Hund? Ja, ja. Er ist doch bei eurer Ankunft um die Beine der Pferde gesprungen. Die Hitze im Vorkeller war schier unerträglich. Fliegen summten um die Lampe, setzten sich auf das Gesicht des Toten, liefen über seine nackten Arme. Dem Wachtmeister war das Spiel plötzlich verleidet. Ihr könnt gehen. Los, raus! Morgen würde der Verhörrichter mit seinem Aktuar und dem Chef der Appenzeller Kantonspolizei kommen. Mochten sich die Herren weiter um den Fall kümmern. Das einzig Langweilige an der Sache war, dass niemand das Hotel verlassen durfte und die Hochzeitsgesellschaft deshalb hier übernachten musste. Ein teurer Ausflug wird das werden. Studer erwachte um 3:30. Draußen war es schon hell. Er stand leise auf, verließ leise das Hotel. Unter dem Schild Ernst Graf, Velohändler, befand sich eine Tür, die Flügel mit roter Farbe gestrichen. Es war ein unangenehmes Rot, das an geronnenes Blut erinnerte. Die Tür war nicht verriegelt. Das Innere des Hofes war ein getreues Abbild der äußeren Umgebung des Hauses. Gegenüber stand eine Hütte, an die ein Stall angebaut war. Aus diesem drang der Morgenchor der Tiere. Studer schritt auf das Haus zu, aber er trat nicht gleich ein. Die Luft, die ihm entgegenschlug, war zum Schneiden dick. Tabakrauch, Schweiß, Tiergeruch. Hey, Graf! Seid ihr auf? Ein Tisch inmitten der Stube. Der Schrank in der Ecke stand schief. Ein Kalender war der einzige Wandschmuck, Spinnweben. Aus einem schmierigen Deckenbündel am Boden blinzelte ein winziges Schweinchen. Nun erst erblickte Studer den Mann.
Er war fast schwarz im Gesicht. Und an dieser Farbe waren sowohl die Bartstoppeln als auch der Schmutz schuld. Hä? Idli. Er stand auf, kratzte sich ausgiebig. Bloßfüßig trabte der Velohändler zur Tür hinaus. Ein Schaf und zwei schneeweiße Ziegen kamen heran, rieben ihre Schnauzen an den Hosenbeinen des Mannes. Sali, Mäuschen. Ja, Mutschli. Studer stand inmitten des kleinen Hofes und kam sich recht lächerlich vor in seiner schwarzen Festkleidung. Langsam wurde er ungeduldig, weil er es nicht gewohnt war, als Luft behandelt zu werden. Da erkundigte sich der Mann, ob der Wachtmeister eine Tasse Kaffee wolle. Eine Tasse Kaffee, Wachtmeister? Wachtmeister? Ja, wieso nicht gar? Ich bin in den Ferien. Ja, eine schöne Hochzeit. Und eine schöne Braut. Ich habe eigentlich die ganze Nacht auf den Wachtmeister gewartet. Aber dann ist mir das Warten zu dumm geworden. Kommt mit. Studer hatte Lust, sich zu bedanken, um sein Sonntagsgewand zu schonen und nebenbei auch seinen Magen, als das Hoftor aufging. Auf der Schwelle stand Martha Loppacher in einem ärmellosen Rock, der ziemlich kurz war. Die Fingernägel rot bemalt, die Augenbrauen ausrasiert und mit dem Stift nachgezogen, die Lippen genauso rot wie die Fingernägel. Der kleine Morgenwind, der so freundlich das stinkige Zimmer gelüftet hatte, ergriff die Flucht. Guten Morgen, Herr Studer. Auch schon auf. Guten Morgen, Herr Graf. Und Studer sperrte sich nicht länger, als der Velohändler seine Einladung wiederholte. Dieser führte seine Gäste aber nicht ins Schlafzimmer, sondern öffnete eine Tür rechts von diesem. Eine Werkstatt, sehr sauber. Eines war klar, die beiden, der Velohändler und das Bürofräulein, waren ineinander verliebt. Um dies festzustellen, brauchte es nicht viel Beobachtungsgabe. Studer schmunzelte. Und zugleich war es ihm ein wenig eng um die Brust. Ja, Barry. Kein Zweifel. Das Haar, das an dem Mordinstrument geklebt hatte, stammte von diesem Hund. Armer Hund. Sein Meister würde diesen Abend wohl im Gefängnis von Drogen schlafen. Herr Graf, wisst ihr, dass als Mordwaffe die spitz zugefeilte Speiche eines Velorades benutzt worden ist? Ich war ja bei der Entdeckung der Leiche dabei. So. Wo seid ihr denn gestanden? Oh, ganz im Hintergrund. Warum haben Sie dem Verstorbenen alle zwei Tage Briefe geschrieben, Fräulein Loppacher? Graf verzog das Gesicht, als ob er Zahnweh habe. Seine Fäuste lagen auf der Tischplatte. Jeden zweiten Tag? Sie übertreiben, Herr Studer. Gewiss, ich habe ihm öfters geschrieben. Nur geschäftliche Dinge. Wir arbeiten auf dem gleichen Büro. Und womit beschäftigt sich dieses Büro in St. Gallen? Es ist ein juristisches Büro. Beratung in geschäftlichen Angelegenheiten, in schwierigen Abfassung von Testamenten und... Ja. Es gibt ebenfalls eine Abteilung, die befasst sich mit Auskünften. Eine Art Privatdetektivbüro. Verstehen Sie? Wer ist der Inhaber dieses Büros? Joachim Krock. Aber Herr Stieger war daran beteiligt. Er hatte viel Geld im Geschäft. Wir haben zusammen gearbeitet. Und waren miteinander verlobt. Ist das wahr? Aber nein, was denken Sie? Niemals. Und gestern hat Ihnen Herr Stieger einen geschäftlichen Besuch gemacht. Jawohl. Woher wissen Sie, dass ich so eifrig mit Herrn Stieger korrespondierte? Weil ich Ihre Briefe gefunden habe. Das ist nicht möglich. Die liegen sicher in St. Gallen. Ja. Und das hier? Darf ich sehen? Tut mir leid, ich muss die Briefe der Untersuchungsbehörde... Hey! Die sind ja leer. Bitte, Herr Wachtmeister. Studer war nicht einmal wütend. Er steckte die leeren Umschläge wortlos wieder in die Tasche. Eine ganze Menagerie habt ihr hier? Mhm. Alle Tiere, die in meinem Stall stehen, sind mir geschenkt worden. Als Jungtiere habe ich sie von den Bauern der Umgebung erhalten, halb krepiert. Bei mir sind sie wieder gesund geworden. Ich habe sie zu mir ins Bett genommen.
Aus den offenen Fenstern des Speisesaals dröhnte es in den Sommermorgen hinaus. Studer zog seine Uhr. Es war 6. Die Saaltochter wischte mit einem nassen Putzlappen die Steinstiegen, die zur Eingangstür des Hotels führten. Ist meine Frau schon aufgestanden? Die anderen von der Hochzeitsgesellschaft. Aber ein neuer Gast ist schon gekommen. Wer ist der frühe Gast? Da können Sie nicht aufpassen. Der neue schwarze Anzug. Bergela Signorina ist böse auf mich. Oh, scusi, scusi. Ich heiße Ottilia Buffato. Otti, sagen Sie mir hier. Es tut mir leid, so leid, dass ich... Sie sprang fort, kam mit einem sauberen Lappen zurück und begann, die Hose des Wachtmeisters abzureiben. Haben Sie die Briefe gefunden, Herr Wachtmeister? Was für Briefe? Oh, ich, scusi, ich habe gedacht, der ermordete Erstiger hat die ganze Zeit ein Bündel Briefe mit sich herumgetragen. Ich weiß nicht, was er damit... Geht mich ja nichts an. Ich spreche ganz gut Deutsch, Otti. Sie, sie. Und was war mit den Briefen? Ich weiß nichts. Gar nichts. Niente. Die Wirtin stand neben dem Klavierspieler und redete auf ihn ein. Ja, fast sah es so aus, als spiele der Mann nur Klavier, um ein Belauschen des Gesprächs unmöglich zu machen. Die beiden stritten sich, verzweifelt. Studer versuchte, sich leise zu nähern. Vergebliche Mühe. Der Mann stand langsam auf. Am kleinen Finger der Rechten blitzte ein erbsgroßer Diamant. Krock. Studer. Sehr erfreut. Gleichfalls. Sie sind der Polizist, der die ersten Feststellungen gemacht hat. Anni, ich hätte gerne eine Tasse Kaffee. Otti, Frühstück für Herrn Studer. Sind Sie extra so früh von St. Gallen fortgefahren, um mir bei der Aufklärung des Mordes zu helfen? Mein Bürofräulein hat mir gestern telefoniert, dass hier ein Unglück geschehen ist. Sie haben tüchtige Angestellte. Ja. Glauben Sie nicht, dass Sie eine zu schwere Verantwortung auf sich genommen haben? Sie sind in einem fremden Kanton. Die hiesige Behörde wird Ihre Selbstständigkeit nicht gutheißen. Haben Sie den weiten Weg von St. Gallen bis hierher gemacht, um mir das zu sagen? Ich habe nur nach einigen Briefen gefahren, die mein Sekretär mitgenommen hat. Die hier. Erlauben Sie. Tut mir leid, aber... Anni! Sie sind leer. Leer? Anni. Excuse, Kripo. Haben Sie sich schon eine Ansicht über den Fall gebildet? Ansichten habe ich nie. Ah. Ich warte, bis ich mich eingelebt habe, dann ergibt sich die Lösung von selbst. Wie? Bei einem so klaren Tatbestand wollen Sie noch von sich einleben sprechen? Wo es doch auf der Hand liegt, dass niemand anderes als der eifersüchtige Velohändler den Mord begangen hat. Es ist lächerlich. Wie geht es deinem Mann, Anni? Doch, doch. Der Karl hat ganz ordentlich geschlafen nach der ersten Aufregung. Wenn nur der ewige Nachtschweiß nicht wäre. Zwar hat der Doktor etwas verschrieben, aber es ist ein starkes Gift. Um 10 Uhr erschien die Behörde. Verhörrichter Dr. Schlapfer mit Aktuar, Kantonspolizeichef Zuberbühler mit 2 Fahndern. Darauf durften die 3 Kutschen mitsamt der Hochzeitsgesellschaft abfahren. Zurück blieben Wachtmeister Studer und sein Schwiegersohn Albert. Das alles wird viel Zeit kosten. Viel Zeit. Mira, ich habe eine Woche Ferien genommen, um meine Tochter zu verheiraten. Und ich werde diese Woche ausnützen. Die Luft hier ist gesund. Gesünder sicherlich als in der Thunstraße in Bern. Aufdringliches Biest. Aber hätten wir nicht... Die Familie steht einem nur im Weg. Schau, Berto, ich brauche dich. Ich wusste, es würde Tränen setzen, aber ich habe in den 25 Jahren meiner Ehe gelernt, wie man seinen Willen auch gegen Tränen und Klagen durchsetzen kann. Man rundet den Rücken, zieht den Kopf zwischen die Schultern und vergräbt die Hände tief in den Taschen der Hose und wartet. Wartet, bis der Regen aufhört. Sag, Berto, was macht es für einen Sinn, leere Briefumschläge mit sich herumzuschleppen?
Du meinst die Umschläge der Briefe, welche die Loppacher an den ermordeten Stieger... Exakt. Und was zum Kuckuck hat das bemalte Tippfräulein in aller Herrgottsfrühe? Verliebt? Ja, aber das ist bestimmt nicht der einzige Grund. Und ihr Geliebter wurde ermordet? Ach, Berto, ich rede nicht vom Stieger. Ja, sie hat sich doch gestern Abend im Keller beinahe über ihn geworfen. Wie im Kino. Eigentlich sollte es den Frauen polizeilich verboten werden, sich anzumalen und zu pudern. Unter der Schicht, die ihre Wangen bedeckt, kann sich nur allzu leicht eine röten, sowohl als auch eine erblassen verbergen. Sie haben den Velohändler verhaftet. Glaubst du auch, dass er... Ja. Soll ich jetzt das Bett rübertragen? Fräulein Loppacher will in die Werkstatt vom Velohändler übersiedeln. Sie hat ein Bett bei mir gemietet. Der Graf Ernst hat sie gebeten, auf die Tiere aufzupassen. Der Fritz ist doch eben gekommen. Fritz Graf, ein schiefes Männchen mit einem Buckel und verzerrten Gesichtszügen, zog ebenfalls ins verlassene Haus seines Bruders. Mich geht's ja nicht so an. Um 7:45 aßen drei Herren im großen Speisesaal des Hotels zum Hirschen zu Nacht. Was ist das? Wermut? Wo sind die Herren? Gesundheit wohl. Nach dem Essen, 8:30, stand Herr Joachim Krock vom Tisch auf, reckte sich und ging zum Klavier. Er spielte 4 Takte und fiel dann von seinem Stuhl. In seinen Mundwinkeln stand Schaum, seine Augen waren weit aufgerissen. Als der Arzt nach einer 1/4 Stunde erschien, war Joachim Krock schon tot. Eine Vergiftung. Studer betrat das Krankenzimmer hinter Dr. Salvisberg. Und wie gestern schon erschrak er über das Aussehen des Wirtes. Ein mageres Gesicht, die rechte Seite kleiner als die linke. Wie der Mond, wenn er abnimmt. Was will man denn schon wieder von mir? Grüß Gott, Herr Doktor. Sali Studer. Es ist mir heute gar nicht gut gegangen. Das Herz und auch die Nieren tun mir wieder weh. Dr. Salvisberg begann unter den Medikamenten auf dem Nachttisch zu stöbern, nahm ein Schächtelchen auf, ein anderes, ein drittes, suchte weiter. Wo ist die Medizin gegen den Nachtschweiß? Ich weiß es nicht. Twist. Habt ihr viele Besuche gehabt heute Nachmittag? Die Herren von der Behörde. Und das Fräulein Loppacher und der Bruder des Velohändlers, der Fritz. Das Bett in Zimmer Nummer 7, auf dem der Tote lag, war ein richtiges Hotelbett. Die Bettpfosten aus Messing und oben mit Kugeln gekrönt, in denen sich die Glühlampe spiegelte. Albert stand vor dem offenen Koffer und hatte seinen Inhalt auf dem Tisch beim Fenster fein säuberlich ausgelegt. Keine Akten, keine Briefe. Nichts. Und wieso liegt ein Füllfederhalter mit abgeschraubtem Deckel neben dem Löschblatt? Sagen Sie, Doktor, ist es möglich, dass das verschwundene Medikament zur Vergiftung von Krock gedient hat? Im Ganzen waren es etwa 100 Kügelchen. Es hätte voll aufgenügt. Ja, soviel ich weiß, ist das Hyoscin geschmacklos. Und das Atropin? Das hat einen ganz schwachen, bitteren Geschmack. Bitter? Wenn Sie mich brauchen, Sie wissen ja, wo ich zu erreichen bin. Bitte. Der Wermut. Was ist damit? Gib mir den Spiegel rüber. Was schaust du? Die Schriftzeichen auf dem Löschblatt. Sind nur einzelne Buchstaben zu erkennen. Ein bisschen Fantasie. Und der Wachtmeister starrte weiter in den Spiegel. Über der Buchstabenfolge, die er notiert hatte und die wahrscheinlich den Namen einer Stadt bedeutete, gab es eine andere. Ganz schwach war sie. Polizeipräsident. Aber die Stadt Anhem. Die Unterschrift ist ganz deutlich. J. Krock. Und da 2 Worte... Scheck
Fälschung. Auf dem Abhang, der hinter dem Hotel zum Hirschen in die Höhe stieg, stand mitten in der Wiese eine mächtige Linde. Es war spät am Abend. Doch immer noch war die Luft durchsetzt von staubfreien Lichtteilchen. Und eine Wolke über dem Bodensee sah aus wie ein dicker Mann mit dunkelroter Weste. Weißt du noch, Anni, wie es jeweils gewesen ist in Rickenbach? Ich bin nicht der Hellste gewesen in der Schule. Lange nicht so gescheit wie du. Anni, was hast du? Der plagt mich so. Sie knöpfte den Ärmel über dem Handgelenk auf, zeigte auf zwei Flecke. Sie sahen schwarz aus in der Dämmerung. Wenn ich nicht alles tue, was er will, kneift er mich in den Arm. Das ist die Krankheit. Die Krankheit macht ihn so unleidig. Er kam gerade aus Deutschland, als wir uns kennengelernt haben. Ich war Gouvernante in einem Hotel. Er hat mich gefragt, ob wir nicht etwas zusammen unternehmen. Ein Hotel irgendwo auf dem Land. Wir haben uns gern gehabt. Und jetzt ist es nicht zum Aushalten. Es wäre ja alles nicht so schlimm, wenn nicht in letzter Zeit die Geschichte mit dem Otti und der Loppacher passiert wäre. Willst du nicht erzählen? Mein Mann hat das Meitschi beauftragt, mich zu beaufsichtigen. Die Ottilie hat jeden Samstagabend mit allen Rechnungen ans Krankenbett kommen müssen und ich, die angetraute Frau, musste dabei stehen und mich abkanzeln lassen. Das sei falsch gemacht worden und jenes. Und dann hat der Rechter einen Kassensturz gemacht und mich danach aus dem Zimmer gejagt. Und als die Loppacher gekommen ist, hat er sie zu seiner Sekretärin erkoren. Nachmittagelang hat die Schreibmaschine im Krankenzimmer geklappert. Und oftmals auch in der Nacht bis 11 Uhr, bis Mitternacht. Kein Gedanke an Schlaf. Trotzdem hat der Rechsteiner mich nachher noch 3 oder 4 Mal aus dem Bett gesprengt. Aber um 5 muss ich gleich wohl aufstehen. Manchmal bin ich heulen gegangen, nur um aus dem Unglückshaus herauszukommen. Seit Jahren habe ich keinen Sonntag, keinen Feiertag mehr gehabt. Und kannst du dich nicht erinnern, in welcher Stadt in Deutschland der Rechsteiner gewohnt hat? Er hat erzählt, dass dort 2 Flüsse zusammenfließen. Auch einen großen Hafen hat die Stadt. Annehm. Mannheim. Genau, Mannheim. Aber warum schreist du so? Eine Mücke. Da. Kann der Rechsteiner noch laufen? Nein, er ist an beiden Beinen gelähmt. Kannst den Doktor fragen. Vor der Hintertür des Hotels schritt der Wachtmeister auf und ab. Auf und ab. Eine halbe Stunde, eine Stunde. Da brach das Geklapper oben im Krankenzimmer ab. Studer blieb stehen. Die Tür wurde geöffnet. Ein weißes Kleid war ein heller Fleck in der Dunkelheit und verfloss dann mit der gekalkten Mauer. Guten Abend, Frau Loppacher. Darf ich Sie heimbegleiten? Bitte. Wenn es Ihnen Freude macht, Wachtmeister. Fritz Graf, der Bruder des Velohändlers, schüttelte dem Wachtmeister lange, sehr lange und eifrig die Hand. Dazu führte er Tänze auf, verrenkte seinen mageren Körper, schnitt unglaubliche Grimassen, während seine Äuglein klein und verschlagen immer an Studers Kopf vorbeiblickten. Ah, der Herr Wachtmeister. Er zog seine Hand zurück, schlich seitlich durch den Raum. Er schien die Anwesenheit Martha Loppachers nicht zu bemerken. Das Bürofräulein setzte sich aufs Bett, das in einem Winkel aufgeschlagen worden war. Warum habt ihr eure Stelle in St. Gallen verlassen? Fritz Graf hat von Herrn Kock erfahren, dass sein Bruder verhaftet worden ist. Ja, Fritz Graf ist bei uns Ausläufer im Büro. Frau Loppacher, wenn ich mich mit dem Fall befasse, so nur deshalb, weil ich von der Unschuld Ihres Freundes, dem Velohändler, fest überzeugt bin. Damit ich dies beweisen kann, sollten Sie offen zu mir sein. Wollen Sie das? Ja. Gut. Was steht in den Briefen, die Ihnen der Wirt Rechsteiner diktiert? Das Mädchen öffnete den Koffer ihrer tragbaren Schreibmaschine, reichte dem Wachtmeister einige Kopien
Anfragen an Banken, an Vermittlungsbüros. Ja. Bekannte Wucherer. Bitten um Darlehen, 3.000, 5.000, 2.000. Als Sicherheit wurde das Haus angeboten. Wozu braucht ein kranker Mann so viel Geld? Ich habe die Kopien von Rechsteiners Briefen jeden zweiten Tag nach St. Gallen geschickt. Meine Krankheit und der notwendige Erholungsaufenthalt sind nur ein Vorwand gewesen. Vor anderthalb Monaten etwa hat der Kopf von Rechsteiner einen Brief bekommen. Fast wortwörtlich wie der Inhalt der heutigen Briefe. Aber Herr Krock hat erfahren, dass der Rechsteiner noch an andere Geldinstitute in St. Gallen geschrieben hat. 2.000, 3.000. Da hat Herr Krock mich beauftragt, hier ein wenig herumzuspionieren. Damit nichts auffällt, musste ich die Briefe an Stieger adressieren. Sag, Meitschi, warum hast du mit dem Ernst Graf angebändelt? Ich habe ihn gemocht. Martha Loppacher hatte sich nach hinten gebeugt und aus einer der Lederschlaufen eine Feile genommen. Dann öffnete sie einen Schraubstock, steckte einen Nagel zwischen die Backen, zog den Hebel an. Und dann begann sie zu feilen. Wie ein gelernter Mechaniker. Und Studer dachte, dass auch die Velospeiche, die so tief in Jean Stiegers Körper gesteckt hatte, vorne spitz zugefeilt worden war. Lassen Sie das! Die Tür war nur angelehnt und ein schwaches Licht schimmerte durch ihre Ritzen. Als Studer sie aufstieß, erlosch das Licht. Man macht es euch nichts aus, Wachmeister, im Dunkeln zu sitzen. Im Dunkeln geht mir das Reden leichter vonstatten. Nur in der Helligkeit und wenn mir einer auf die Lippen schaut, fange ich an zu stottern. Ich weiß wohl, dass ich mich wie ein Kind benehme. Aber das ist nicht meine Schuld. Wir beide, Wachmeister, der Ernst und ich, wir sind so kurios geworden, weil der Vater uns immer geschlagen hat. Alle hat er geschlagen, wenn er betrunken war. Die Mutter, den Hund, die Pferde, die Kühe und uns. Wir haben Angst vor den Menschen. Ich habe in Fabriken gearbeitet. In Arbon zuerst, dann in St. Gallen. Aber nie habe ich es lang ausgehalten. Immer haben mich die Kollegen verspottet. Es war kein Leben. Da habe ich zugegriffen, wie mir der Herr Krock die Stelle angeboten hat. Fritz, was hat der Krock so getrieben in seinem Büro? Viele Briefe hat er bekommen, von weit her. Aus Frankreich, aus England, aus Deutschland. Häuser hat er gekauft und wieder verkauft. Ein paar Mal habe ich ins St. Galler Oberland fahren müssen, mit dem Velowachmeister, den Wirten Geld bringen. Auch im Appenzellischen. Beim Rechsteiner warst du nie? Nein. Finsternis war um ihn, als Studer erwachte. Es wurde ein wenig heller, als er seinen Kopf vom Handtuch befreite, mit dem er sich vor den lästigen Fliegen geschützt hatte. Er setzte sich auf und lauschte dem Regen, der an die Läden klopfte, als wolle er Einlass begehren. Studer legte sich zurück, verschränkte die Hände im Nacken und dachte nach. Herein. Guten Morgen, Vater. Warte. Es ist genau 1 Uhr. Ein alter Mann wird ja wohl mal schlafen dürfen, nachdem er sich die Nacht um die Ohren geschlagen hat, während die Jugend pennt. Albert stieß die Läden auf, schloss die Fenster. Grau hockte der Tag draußen vor den Scheiben. Die Behörde ist um 10 Uhr erschienen, wie gestern. Aber um 12 sind sie bereits wieder abgefahren. Nach ihrer Ansicht... Hat Joachim Krock Selbstmord gemacht. Es ist auch die Rede gewesen, den Velohändler aus der Haft zu entlassen. Die Behörde ist sicher in Studers Fußstapfen gewandelt und hat sich bei Fritz Graf, dem Bruder des Velohändlers, erkundigt. Das Zeugenverhör sei nicht ohne Mühe vor sich gegangen, aber Fräulein Loppacher hat als Dolmetscherin geamtet. Herr Joachim Krock hatte St. Gallen am Samstagabend verlassen. Mit dem Auto wäre es ihm ein leichtes gewesen, Schwarzenstein gegen 9 Uhr zu erreichen. Er hätte die Velospeiche selber spitzfeilen können. Wann und bei welcher Gelegenheit kümmert die hohe Untersuchungsbehörde wenig? Gut, halt nicht unmöglich, dass sein Haar des Barry sich am rostigen Stahl festgesetzt hat. Und dann hat Herr Joachim Krock seinen Sekretär erstochen.
Vielleicht wusste er zu viel. Fräulein Loppacher hat etwas in dieser Art angedeutet. Aha. Immer die Loppacher? Das Gewissen. Krock kehrt am anderen Morgen hierher zurück. Bei einem Besuch, den er dem kranken Rechsteiner macht, nimmt er die Schachtel mit den Pillen mit, schüttet dann die Pillen ins Glas Wermut. Ein kaltblütiger Kerl muss er ja gewesen sein. Stößt mit die uns Theorie an. Die Theorie wäre so übel nicht, wenn ich nicht mein Glas mit dem des Herrn Krock vertauscht hätte. Du, Vater? Ja. Aber warum? Warum? Die gefüllten Gläser haben mir nicht gefallen. Einfach volle Gläser vor die Teller stellen, das schickt sich nicht. Merk dir, Bertu, hüte dich vor jedem Getränk, das nicht in deiner Gegenwart eingeschenkt worden ist. Hat die Behörde eigentlich nichts über Krock in Erfahrung gebracht? Die Herren haben nur miteinander geflüstert. Das einzige Wort, das ich verstanden habe, ist Wucher gewesen. Studer erhob sich ächzend. Immerhin war das Hotel zum Hirschen so modern eingerichtet, dass in ihm heißes Wasser floss. Und Wachtmeister Studer konnte sich ohne allzu große Mühe rasieren. Übrigens ist dann noch ein neuer Kurgast eingetroffen. Ein Herr Jacques Gardini, ein Bankdirektor aus Paris. Man wohnt jetzt in Zimmer Nummer 7, wie vorher Stieger und Krock. Ja. Monsieur Jacques Gardini. Wo war es am stillsten zum Nachdenken? Wo wurde man am wenigsten gestört? Studer setzte sich auf eine Bank an der Rückwand der Kirche. Einige Gräber sahen aus wie große Maulwurfshaufen. Andere wieder waren kleine Beete, so wie Kinder sie manchmal anlegen, wenn sie Gärtner spielen. Naja, die Toten haben es besser. Der Mann, der Studer entgegenkam, trug so deutlich die Zeichen seines Berufes, dass es Zeitverschwendung gewesen wäre, ihn danach zu fragen. Ein schwarzer Gehrock erreichte mit seinem unteren Saum gerade die Kniekehlen des Mannes. Gott zum Gruß, Wachmeister. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Ihr habt ein Telegramm aufgegeben, Wachmeister. Oh, war das Postfräulein schon in der Beichte. Psst, der Pfarrer. Da sind Sie nun doppelt und zweifach gebunden, das Postgeheimnis und das Beichgeheimnis. Excuse, Herr Studer, schon in einem kleinen Dorf. Die kleinen Fenster, die stets die ganze Vorderfront der Häuser einnahmen, waren mit Vorhängen verhangen. Aber die Vorhänge bewegten sich. Und wenn es auch nur alte Frauen waren, die hinter den Vorhängen lauerten. Alte Frauen haben gelenkige Zungen. Alle Leute hier sind dem Rechsteine Geld schuldig. Das Bauerngewerbe hat hier oben nie viel eingebracht. Es ist mehr nebenher betrieben worden. Haupterwerb ist die Stickerei gewesen. Und seit der Krise stehen alle Stickmaschinen still. Wie ein Wohltäter hat sich der Rechsteine erst gegeben. Ich bin ein kranker Mann. Was soll ich mit meinem Geld? Ich weiß, dass du es brauchst. 3.000? Das langt dir nirgends hin. Sagen wir 5.000. Und der Wirt hat die Bündel hunderter Noten in der Hand geschwenkt. Er hat sie einen Schein unterzeichnen lassen. Tja, letzten Samstag ist ein junger Schnuddere gekommen. Sei einfach ohne zu klopfen in die Stuben gelatscht. Der Rechstein habe alle seine Forderungen an das Büro Krock in St. Gallen abgetreten. Und da der Bauer sich verpflichtet habe, am 1. Juni zu zahlen, sei er hiermit schon einen Monat im Rückstand. Er hat ihnen den Schein gezeigt. Anstatt 5.000 waren sie nun 6.000 schuldig. Dazu 5% für Versäumnis und Spesen und was weiß ich. Kurz statt 5.000, 6.300. Woher das Geld nehmen, Wachmeister? Eins ist sicher, es ist unmöglich, dass der Rechsteiner allein das Geld aufgebracht hat, das nur schon in diesem Dorf ausgeliehen worden ist. Und in Grab ist es auch so, und in Happenröte und im Rabentubbel. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass hier in der Umgebung etwa 2 Millionen Schweizer Franken investiert worden sind. Herr Pfarrer, könnt ihr morgen ins Hotel zum Hirschen kommen, sagen wir um
Der Speisesaal morgens um 7:30. Auf den weißgedeckten Tischen stehen flache Glasschalen mit gerollten Butterstückchen. Platten mit Käse. Es riecht nach Kaffee. Merkwürdig. Schlecht die heutige Jugend eine durchwachte Nacht vertragen kann. Bist du nicht müde, Vater? Müde? Ja. Es ist genau 3 Uhr gewesen, als wir mit der Arbeit fertig waren. Was sagst du jetzt, Berto? Die leeren Briefumschläge. Man hat noch nichts vergessen von dem, was man im wissenschaftlichen Polizeilaboratorium des Dr. Lopkar in Nyon gelernt hat. Man hat gelernt, dass jedes beschriebene Blatt, sobald es lange genug auf ein unbeschriebenes gepresst wird, auf diesem zweiten Blatt Spuren hinterlässt, die man mit bloßem Auge nicht sehen kann, die aber nach 10- bis 12-fachem Kopieren auf der fotografischen Platte sichtbar werden. Gut, das war eine Heidenarbeit. Ich verstehe nur nicht, warum du dein Leben lang Wachtmeister geblieben bist. Du bist noch jung, Berto. Herr Bankier Jacques Gardini betritt den Saal. Er schreitet einher, gespreizt und steif wie ein Storch. Das Postauto fährt um 11.30 Uhr, Berto. Bis dahin wird alles erledigt sein. Nur noch ein Gang zur Post. Ich erwarte 2 Telegramme. Eines aus Mannheim, eines aus Paris. Guten Tag, die Herren. Und guten Appetit. Guten Tag, Fräulein Loppacher. Nach all den Lügen, die du mir verzapft hast, Meitschi, musst du mir jetzt auch einen Dienst erweisen. Man muss die Polizei nicht für dümmer halten, als die Polizei erlaubt. Also, ich erwarte dich 10:30 Uhr im Hotel, oben im Gang vor dem Zimmer Nummer 8. Verstanden? Ja, Herr Studer. Zeig deine Uhr. 10 Uhr. Auf der Wiese hinterm Haus hat der König Johannes Gras gemäht. Jetzt zieht er einen Zweiradkarren an den Maden entlang und lädt auf. 10:20 Uhr. Über die Wiese kommen 4 Herren, Verhörrichter Dr. Schläpfer, Polizeichef Zuberbühler, ein namenloser Aktuar und ein ebenso namenloser Fahnder. Im letzten Moment hat sich der Chef der St. Gallener Polizei noch anschließen wollen, aber ich habe mich telefonisch für die Begleitung bedankt. Wir machen die Sache besser entre nous. Unter uns. Ich verstehe Französisch, Herr Doktor. Ja, ja. Ich weiß schon, Herr Wachtmeister, in Bern sind die Herren des Lobes voll über Sie und bedauern nur eines, dass Sie immer und immer wieder Anlass geben... Aber in Bern sind die Herren halt Hosenscher. Herr Wachtmeister, nicht so laut. Gehen wir. Die Herren folgen dem Wachtmeister durch die Hintertür. Leise steigen sie die Treppe hinauf. Ungehört gelangt die Gruppe in Studers Zimmer. Der Wachtmeister zieht unter seinem Bett feuchtes Stroh hervor, schichtet es draußen im Gang auf, dann reibt er ein Zündholz an, ein Stück Zeitungspapier brennt. Studer steckt es unter Stroh, es mottet, raucht. Die Zugluft von Studers Zimmer presst den Rauch durch die Ritzen der Tür ohne Nummer, der Tür, die in Rechsteiners Schlafkammer führt. Und nun brüllen die Männer im Chor. Im Türrahmen steht der Rechsteiner. Sein Nachthemd hat er in ein paar Hosen gestopft, einen Kittel darüber angelegt. Hinter ihm blinzelt der Pfarrer in den Rauch. Aus Zimmer Nummer 7 starkst Herr Gardini, Bankier aus Paris. Was ist los? Feuer! Feuer! Oh Gott, Maria! Johannes, werf das Stroh zum Fenster hinaus! Der Rauch verweht. Der Wirt des Hotels zum Hirschen wankt. Aber 2 Frauen stützen ihn, das Anni rechts, das Otti links. Und so geführt gelingt es ihm, sein Bett zu erreichen. Dr. Salvisberg beugt sich über seinen Patienten. Es ist klar, dass der Rechsteiner kein Theater spielt. Sein Gesicht ist grünlich. Dr. Salvisberg schüttelt bedenklich den Kopf. Herr Doktor, ist es... Das Herz. Und plötzlich blickt das Anni auf. Ihre Augen suchen. Endlich haben sie Studer gefunden. Der Blick der Frau ist vorwurfsvoll.
Versteht ihr mich, Rechsteiner? Soll ich erzählen? Und wollt ihr, wenn ich mich täusche, unterbrechen und richtigstellen? Was mir an dem Fall zuerst auffiel, war die Mühe, die sich der Täter gegeben hatte, den Verdacht auf mehrere Personen zu verteilen. Die Stahlspeiche sollte den Velohändler verdächtigen, die Briefe aber Martha Luppacher. Dann wurde mein Wermut vergiftet. Ihr Wermut? Ja. Ich habe mein Glas gegen das von Herrn Grock eingetauscht. In jenem Augenblick hätte ich keinen ausreichenden Grund dafür angeben können. Ein Misstrauen, mehr nicht. Übrigens war das Glas für Grock bestimmt. Nicht wahr, Rechsteiner? Gegen Abend hat sich das Anni stets hingelegt. Da bin ich aufgestanden, hab die Schachtel genommen, hab die Kügelchen nach und nach in einen mit Wasser gefüllten Löffel getan, die Lösung in ein Fläschchen geleert, bin hinuntergeschlichen. Schenk Wermut ein, hab ich dem Otti befohlen. Wo sitzt der Kock? Ich hab den Inhalt des Fläschchens ins Glas geleert. Aber das Meitschi hat mich betrogen. Nicht dir galt es, tut er sicher nicht dir, sondern dem Hunsfott, dem Krock. Ich weiß, Rechstein. Ihr habt gut machen wollen. Ojo, woher weißt du? Der Wachtmeister zog eine Fotografie aus der Tasche. Sie sah aus wie ein Dokument, das uralt ist, gebleicht von der Sonne, vom Wind. Mein Schwiegersohn und ich haben letzte Nacht gearbeitet. Die leeren Briefumschläge. Einige Buchstaben fehlen, aber wenn man sich Mühe gibt, lässt es sich entziffern. Dass der Rechsteiner bedenkt, alle Schuldscheine, die er hat unterschreiben lassen, zu vernichten und er sich zu diesem Zwecke mit der Behörde in Verbindung setzen will. Ist das so richtig, Fräulein Loppacher? Ja, letzten Dienstag habe ich das geschrieben. Aber zwischen Dienstag und heute liegt eine Ewigkeit. Die Ewigkeit besteht darin, dass sich in dieser Zeit das gute Meitschi in den Velohändler Ernst Graf verliebt hat. Die Stimmung im Zimmer war sehr merkwürdig, als sei man zusammengekommen, um sich Märchen zu erzählen. Und Studer gab sich Mühe, diese Stimmung aufrechtzuerhalten. Um alles zu verstehen, müsste man von vorne beginnen. Ein Mann verließ seine Heimat, als nach 4 Jahren Krieg endlich der Frieden geschlossen wurde. Er ging nach Deutschland, denn er dachte ganz richtig, dass in diesem ausgehungerten Land, das zum Teil von fremden Truppen besetzt ist, ein Rückschlag auf das Elendsleben während des Krieges folgen wird. Er hatte in der Schweiz in Hotels gearbeitet. In Mannheim fand er im Kaiserhof eine Stellung als Maître d'Hôtel. Dort lernte er das Nachkriegsleben kennen. Deutsche Bankiers, französische, amerikanische. Er bringt einen Franzosen mit dem Bürgermeister der Stadt zusammen, ein großer Betrug gelingt. Es wird Gold verschoben. Rechsteiner hilft. Aber der Franzose war nicht der Mann, der sich unbesehen in die Hände eines Untergebenen gab. Eine dunkle Scheckgeschichte wurde inszeniert. Rechsteiner beschuldigt, einen Scheck von 50.000 Mark gefälscht zu haben. Er wurde verhaftet. Der Franzose bestach einen Gefangenenwärter, Rechsteiner konnte in die Schweiz fliehen. In Zürich traf er den Franzosen wieder. Die Gerichtsverhandlung in Mannheim hat stattgefunden. Rechsteiner ist zu 10 Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Das Deutsche Reich kann jederzeit die Auslieferung des Verurteilten beantragen, aber ihm werde nichts geschehen, solange er sich den Anordnungen des Franzosen füge. Natürlich, sobald er unfolgsam sei, werde ein Brief abgehen an das Polizeipräsidium in Mannheim. Doch liege diese Möglichkeit durchaus nicht in den Absichten des Franzosen. Dieser gab ihm 100.000 Franken. Rechsteiner möge sich mit dem Geld ein Hotel kaufen, gab ihm neue Papiere. Rechsteiner hatte früher Broger geheißen. Er lernte in St. Gallen die Gouvernante eines Hotels kennen, verliebte sich in sie. Die beiden heirateten, kauften das Hotel zum Hirschen in Schwarzenstein. 5 Jahre Glück. Rechsteiner hat das deutsche Abenteuer vergessen.
Da wird es ihm wieder in Erinnerung gebracht. Im Appenzellerland begann die Krise der Stickerei. Plötzlich erhielt Rechsteiner einen Brief aus St. Gallen mit der Unterschrift des Franzosen. Er habe sich in allem und jedem nach den Vorschriften des Auskunfteibüros Joachim Krock zu richten. Die Vorschriften lassen nicht lange auf sich warten. Rechsteiner solle alle seine Nachbarn dahin bringen, dass sie Geld von ihm leihen. Die Zinsen, die jedes Jahr eingingen, musste er an das Büro in St. Gallen abführen. Der Franzose wird zuwarten, 2 Jahre, 3 Jahre, dann das Geld einfordern und auf diese Weise billig zu Land kommen. Ich habe den Mann, der hinter der Auskunft Teil Krug steht, einen Franzosen genannt. Das ist falsch. Und mein Wissen stammt aus sicherer Quelle. Ich habe einen guten Freund, der bei der Pariser Police Judiciaire eine hohe Stelle bekleidet. Auf dem Papier ist er Franzose. Nicht wahr, Herr Gardini? Il me fatigue, ce policier suisse. Rechsteiner wird krank. Da man zu einem Kranken kein Vertrauen haben kann, wird ihm jemand ins Haus gesetzt, der ihn unausgesetzt beobachten muss. Nicht wahr, Otti? Für Sie bin ich immer noch Fräulein Buffato. Rechsteiner ist wirklich krank. Er hat die Auszehrung. Nach Aussage des Doktors hat er noch 3-4 Jahre zu leben. Um wenigstens in Ruhe sterben zu können, kommt ihm ein glänzender Gedanke. Er wird nicht mehr aufstehen. Er wird behaupten, er sei gelähmt. Dr. Salvisberg wird mir bestätigen, dass eine Lähmung in dem Zustand, in dem sich der Kranke befindet, nur sehr schwer festzustellen ist. Ja. Und für einen hochgradig Tuberkulösen ist eine horizontale Körperlage durchaus indiziert. Rechsteiner aber hat Herrn Gardinis Kapital nicht nur in Schwarzenstein investiert, sondern auch in den umliegenden Dörfern. Fräulein Buffato hat es übernommen, den Kontakt zwischen Gläubigern und Schuldnern aufrechtzuerhalten. Und Fräulein Buffato hat es so gut verstanden, den Kranken mit seiner Frau zu entzweien, dass der Rechsteiner ihr auch die Kontrolle über die Abrechnung des Hotels übergibt. Was sollte ich denn tun? Die Herren hatten mich in der Hand, ohne Arbeitsbewilligung. Ich habe überhaupt keine Papiere, niente. Und zurück kann ich nicht. Ich wollte es ja gar nicht, das alles. Und dann wieder Herr Stieger ermordet und der Wachmeister... Ja, ich hatte Angst. Paura. Schweigen. Es war ein trübes Schweigen. Es wogte durchs Zimmer, bildete Wirbel. Ich bin gleich fertig. Rechsteiner hat ein schlechtes Gewissen. Er will wieder gut machen. Aber er muss die Zinsen der Bauern an das Büro Krock abliefern. Er fängt nun seinerseits an, Kleinkredite aufzunehmen, um sich das nötige Geld zu beschaffen. Die Bitten um Darlehen kommen Krock zu Ohren. Die Loppacher wird als Kundschafterin geschickt. Sie schreibt den erwähnten Brief. Jean Stieger kommt, Rechsteiner muss ihm die Schuldscheine überlassen. Unter der Fuchtel des Franzosen zu sein war arg, aber sich nun auch noch von einem grausamen jungen Bürschlein plagen zu lassen, das ist zu viel. Und Rechsteiner erfährt, dass Stieger die Schulden erbarmungslos eintreibt. Der Gang ist leer. Es ist 21:30. Ich habe dem Rechsteiner selbst erzählt, dass wir erst 22:30 mit den Kutschen heimfahren wollten. Der Wirt denkt, er habe Zeit. Jeden Tag, seit dem Augenblick, da er die Lähmung vorzutäuschen begann, ist er aufgestanden. Wenn die Frau todmüde schlief, ist er bis in die Küche hinab und hinauf zum Estrich gestiegen. Das kommt ihm jetzt zu gut. Er schleicht zur Hintertür hinaus. Da sieht er im Gras die rostige Speiche eines Velorades. Neben dem Stall liegt die Werkzeugkammer. Auch einen Schraubstock hat's dort. 5 Minuten und die Speiche ist spitz. 10:20 tritt Jean Stieger aus der Hintertür. Rechsteiner winkt ihm, lockt ihn ins Gärtchen und dann... Hör auf, Studer, hör auf, bitte, hör auf. Ich bin fertig. Ah, noch eins. Wo ist Herr Pfarrer? Hier. Habt ihr das Zeug?
Natürlich. Was glauben Sie denn, Wachmeister? Was ist das? Die Schuldscheine, die der Rechtsteiner dem Stieger wieder abgenommen hat. 30 Stück. Der Rechtsteiner war richtig froh, sie mir zu überlassen. Das ist mein Eigentum. So? Die Schuldscheine sind alle auf den Namen Rechtsteiner. Rechtsteiner, verzichten Sie auf Ihre Ansprüche? Ich verzichte. Noch so gern. Zu den Akten, Krog. Meine Herren, Sie werden von meinem Anwalt hören. Sie haben meine kostbare Zeit schon allzu lange beansprucht. Traurig, dass man hier in der Schweiz diesen Finanzjäger... Herr Doktor, ist der Rechtsteiner transportfähig? Ausgeschlossen. Als Arzt übernehme ich keine Verantwortung. Studer öffnete die Tür. Langsam verließ die Gesellschaft den Raum. Der Polizeichef blickte hinüber zum Verhörrichter. Der schüttelte den Kopf. Dann aber gab er dem Polizisten ein Zeichen. Der nickte und folgte Ottilia zur Tür hinaus. Sie essen heute Abend natürlich mit uns, Herr Wachtmeister. Studer schüttelte den Kopf. Er gähnte. Er wolle schlafen. Schlafen, Herr Verhörrichter. Nur schlafen. Und dann nach Bern zurückfahren. Also geschah es.